Okay, hallo erstmal. Herzlich willkommen zu Folge 2 meines Far Cry 3 in Minecraft Let's Adventures. So, ihr werdet euch wundern, wo sind wir hier? Sind auf diesem schönen Berg hier oben. Und eigentlich ist das jetzt nicht Folge 3, 2, sondern Folge 3. Grund ist, ich habe eigentlich die ganze Folge 2 schon aufgenommen. Das Problem ist nur, ich habe mein Mikro ungefähr so gehabt. So, ihr werdet mich bestimmt blind verstehen. So ist es normalerweise. Ja, ich war definitiv zu blöd, als ich das aufgenommen habe. Ich bin einfach geradeaus durchgegangen, habe das einfach alles aufgenommen gehabt. Lief ganz gut. Und ich habe das einfach überhaupt nicht bemerkt, dass es das da oben war. Es regt so auf. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt sagen soll. Da drüben ist die Lagerhalle. Das ist direkt der Weg, geht ein bisschen weiter. Da drüben ist die Lagerhalle, wo wir die ganze Zeit Probleme bekommen haben, wo wir ein paar Mal gestorben sind. Die Hütte ist direkt dort drüben und weiter hinten ist der Hafen. Ja, hier vorne ist ein kleiner Mikrohafen, da ist nichts Besonderes in der Hütte, ob das ein bisschen Essen. Dann will ich diesen Weg hier hochgehen. Ihr seht es hier überall ein bisschen. So eine Art Hindernisparcours hier hoch. Da habe ich dann bisschen was gefunden gehabt. Dann bin ich hier rüber gegangen und da vorne sehen wir, wenn wir dort wären, eine Plattform, die da so ein bisschen rausragt aus dem Berg. Hier ist ein Sägewerk. Da war eigentlich nichts besonders Spezielles drin, da habe ich ein bisschen Loot gefunden und sonst einfach Spawner drin. Und ja. Jetzt war ich gerade in dieser Hütte hier drin, da geht es ein bisschen in den Berg rein. War aber nichts Besonderes, war einfach so irgendwas eben im Berg drin. Deswegen werde ich das nicht näher eingehender behandeln. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rüber. Ich sehe mal kurz, wie es jetzt hier weitergeht. Ach Gott, okay, gut. Das heißt, wir sollen hier rüber gehen. Werden wir allerdings nicht tun, weil. Ich habe hier eine kleine Hütte gesehen. Genau, das ist dann genau da. Ja, weil, also nachdem ich in der Sägewerk hier unten drin war, bin ich hier hinterhalb von diesem Berg, das hier der Hirnweg, einen richtig miesen Hindernisparcours hochgegangen. Hinten musste ich dann Spawn setzen und dann bin ich runtergesprungen. Wirklich ewig tief ging es da runter. Wirklich von der Höhe von dem Berg auf die Höhe von diesem Sägewerk runter. Ich muss kurz gucken. Ja, okay, ist gerade Mittag. Das finde ich gut. Ich werde runterspringen und da muss dann so ein Wasser treffen. Da habe ich zum Glück direkt aufs Erste gefunden. Da musste ich da durch ein kleines Labyrinth durchgehen und dann eine kleine Tür aufspringen und das war's. Und dann bin ich, ups, bin ich da oben mit rausgekommen. Hier ist ein Haus, ja. Definitiv. Wenn das überhaupt ein wirkliches Haus ist. Ja, okay, das ist bloß ein Haufen Schrott. wow. Oh, ein Creeper. Nein, nein, bin ich. Ach. Hier scheint auf jeden Fall irgendwas zu sein. Okay, wir gehen mal hier rüber. Aha, okay, war es das jetzt oder wie? Okay, ich glaube, da ist echt nichts echt nichts Besonderes in diesem Haus hier. Ich glaube, wir setzen hier mal unseren Spawn, oder? Aber es geht ja nicht mehr. Gerade erst Nacht, scheiße. Halt, ich habe gerade erst da oben bei der ersten Hütte, wo ich gerade eben. Oder hier geht's ja noch weiter. Looks like an abandoned mine shaft. Oh Gott, die kennen wir ja. Ja, hier geht's echt runter. Ich bin so echt ganz blödes zu sehen. Wir haben überhaupt gar keine Fackeln, das ist das Problem. Wir könnten ja die Redstone-Fackel hier nehmen, aber das ist irgendwie ein bisschen blödsinnig. Oh, okay. Moment, ist das da unten Wasser? Ist das da unten Wasser? Was soll ich tun jetzt? Ach, scheiße. Ich würde schon gern wissen, was da unten ist.
Ist das echt Wasser? Ich möchte es nicht ausprobieren. Ich will es nicht herausfordern. Wisst ihr was? Wir haben hier Leitern. Wir haben keine Enderperle. Aber wir haben Leitern. Wir werden es probieren. Ich werde versuchen, ganz unten Leitern zu setzen. Es hätte funktioniert, yes, aber da ist Wasser. Gott sei Dank. Okay. Die Leiter nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Ich könnte hier gar nicht rauskommen. Spasten. Okay. Wollen wir mal sehen, was uns dieser Ort hier bietet. Hier ist nix. Oh, wie gruselig. Oh. Oh. So schön hier unten. Okay, da möchte ich jetzt mal nicht rüber gehen. Höhlen erkunden, habe ich gerade ganz am Anfang keinen Bock. Im Sinne von wie im normalen Minecraft. Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Okay, wir gehen mal wieder zurück hier. Übrigens, ihr habt mir das Steak gemacht. Oh yeah. Wir gehen mal kurz hier rüber. Just. Oh, Diamant und Brot. Wunderbar. Hier ist nichts mehr. Was irgendwie hier unten in der Höhle sind, können wir, glaube ich, mal kurz hier auf normal gehen. Es läuft alles gleich viel flüssiger. Wie gesagt, wir kriegen hier einen tierischen Lag und das liegt an der Tatsache, dass wir hier extrem viel Dschungel haben. Dadurch muss eben extrem viel laden. Oh, da war nochmal Zombie. Das hat mich gerade erschreckt. Ich glaube, die Fackel hier, die nehmen wir wieder mit. Das sind Pilze hier hinten, oder? Ja, Mushroom. Die nehmen wir uns einfach mal mit. Okay. Was und gar keinen Bock hier eine blöde Höhle zu erkunden, Alter. Och nein. Och, wieso bin ich da bloß reingesprungen, echt? Oh Mann. Okay, gehen wir erstmal nach hier hinten. Gras und ein Chest. Mit nix drin. Oh, ich wollte mich verarschen. Ja, die Fackel nehmen wir mit. Okay, gut. Das heißt, alles begrenzt sich jetzt gerade auf diesen Bereich hier. Ah, da geht es auch nach oben. Da ist irgendwo eine Spinne. Und ein Zombie. Oh. Scheiße. Falls nix, okay. Ja, es begrenzt sich. Können wir hier eigentlich hoch irgendwie? Sieht nicht danach aus. Oh Gott, nein. Es öffnet sich hier in alle Richtungen. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Oh nee. Was, wir folgen einfach mal dem Wasserstrom hier hoch. Wir nehmen die Fackel hier mit. Die könnte uns nämlich noch von Hilfe sein. Gibt es das überhaupt? Gibt es diese
Kann man uns von Hilfe sein? Nein, das ist unlogisch. Ich sehe gar nichts hier. Ich sehe absolut überhaupt gar nichts. Alter, scheiße, wo bin ich? Alter. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich hier bin, echt. Jetzt bin ich wieder raus, yes. Alter, was ist denn das da oben? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ach Gott, sieht aus wie so ein... Vielleicht finden wir hier irgendeine Art Aqua-Affinity-Helm, der uns dabei helfen kann, hier rauszukommen. Oh Gott. Gunpowder, war das hier Kohle. Oh, wir haben kein Licht, Mensch, das regt richtig auf. Ich kann gar nichts machen hier. Ich einfach überhaupt gar nichts sehe. Wir sind schon mit Bright, ja. Ah, oh, Mann, echt. Ich hab mir eine schöne Scheiße reingefahren hier. Oh, da ist eine Leiter. Sehr cool. Geht's hier raus? Oh, hier geht's bestimmt raus. Ja, falls man wieder Bock auf irgendein beschinderes Abenteuer haben. Wenn's hier rausgeht, könnten wir vielleicht wieder reinkommen, ja, aber... ein Hebel. Okay. Ist es gerade Tag oder Nacht? Ja, es ist sehr sicher Nacht. Yep. Wir haben ein Crafting Table. Oh yeah. Also. Wir haben... Doch, wir haben Holz. Wunderbar. Okay, was kann man so aus diesem... Übrigens, das ist die Rüstung, die ich gefunden habe. Also Chainmail, ne? Wir haben ein Schwert. Wisst ihr was? Nee, da mache ich jetzt mal noch nichts. Brauche ich nämlich jetzt im Augenblick nicht. Übrigens, ich habe ein Bett dabei, aber das benutze ich nicht. Das ist einfach nur dabei. Wisst ihr was? Das soll ich jetzt einfach direkt mal hier ins Eck pfeffern. So. Ich warte, bis es Tag wird. Und dann sehen wir, ob wir hier wirklich rauskommen. Mitten im Dschungel. Okay. Okay, sieht aus und hört sich an, als ob es gerade Tag wurde. Okay. Oh yeah. Ach Gott. Ja. Da war ich letzte Folge auch. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was es sein soll. Bin nämlich nirgends irgendwie reingekommen oder irgendwas. Jetzt wissen wir es. Und da oben. Haha, das kann ich wirklich direkt mehr zeigen. Ja, das ist ja cool. Ja, hier sind wir zum Sägewerk. Ich weiß genau, wo wir hier sind. Das ist das Sägewerk. Und wenn wir hier hochgehen, diese nette Treppe, befinden wir uns bei besagter Plattform, wo wir auf das Sägewerk runterschauen können. Ne? Dann wissen wir das jetzt auch. Das ist cool. Okay. Also, als ich... Das ist richtig voll Scheiß. Als ich diesen Weg da hinten hochgelaufen bin, auf dieses Gebirge da hoch, habe ich dort hinten irgendwo eine Stadt, ein Hafen, so ein dorfähnliches Ding entdeckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man das erreichen werden, wenn wir diesem Fluss hier mal ein bisschen folgen. Und das wollen wir jetzt direkt machen, ne? Haben wir sonst nichts zu tun, wir haben keine genaue Storyline oder irgendwas. Ich sieht mal kurz einen Blick reinwerfen, das... Oh Gott, ne, der bewerfe keine... Okay, wir haben hier mit einem Blick reingeworfen, so. Ach, scheiß Leck. Die Cheste, da war... Da waren Pfeile drin. Tut mir leid, echt, das ist Wahnsinn. Boah. Halt, ich glaube, ich weiß, was hilft. Partikel, nehmen wir mal ganz auf Minimal. Minimal. Vielleicht hilft das auch schon. Nein, anscheinend nicht. Ach ja, genau, da war ja der Weg.
Genau, da war der Weg, den habe ich von oben auch gesehen. Ach, scheiße. Ich muss gleich mal kurz einen Aufnahmestopp machen, weil das die Tonspur, die verschiebt sich jedes Mal, wenn ich Lag bekomme. Also Lag hat echt viele Nachteile, muss ich sagen. Oh. Das ist nix. Fände ich jetzt cool, wenn da was drin gewesen wäre. Also, kommen wir hier irgendwie hoch? Ne. Keine Chance. Da ist auf jeden Fall eine Chest da unten. Ich glaube, das ist ein Osterei. Und ich glaube, das ist ein Drachenei. Ja, ja, genau, das kann sein. Das kann sein. Das ist Dracheneier sind, die sie da haben. Cool. Hätten wir das auch mal gefunden. Also, 1 von 50. ach, ne, Enderperle haben wir hier. Was? Ach ne, das ist doch kein... Ich hab da ein Drachenei, aber das ist wahrscheinlich das Glowstone oder irgendwas. Da ist noch ein Schwein. Ja, der Weg, der führt dort rüber und dann dort hoch auf diesen Berg. Und, ich bin einfach durch den Dschungel durchgelatscht und hab so den Weg gefunden. So, jetzt versuchen wir mal hier hochzukommen auf den Scheißweg. Das wäre echt cool, wenn wir das hinbekommen. Gott, okay, ich muss kurz einen Cut machen. Okay. Oh Mann. Warum nur? Nochmal ein Schwein, yes. Ja, wenn wir dann mal wieder einen Ofen finden, können wir die netten Viecher dann mal braten. So. Okay. Ja, und den Sandweg, den erinnere ich mich, den habe ich von oben gesehen. Das sind richtig coole Bäume. Die mag ich total mit diesem Fences als Stamm. Aha. Okay. Etwas lichterer Dschungel. Ach Gott, ich muss das wieder anmachen, Fahrer. Das sieht einfach so scheiße aus ohne das. Performance, kann man irgendwas machen? Max FPS. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist einfach so laggy. Wobei in die Richtung gehen wir jetzt mal nicht. Nee, wir gehen. Oh, was ist das hier? Das ist eine Straßensperre, wie es aussieht. Was haben wir hier? Ein richtig geiles Stranddorfchen. Mensch, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Doch, das gefällt mir. Einer Chest. Oh. Golden Leggings. Gott, ich kann nicht mehr sprechen heute. Ja, was können wir mal da lassen? Das brauchen wir bestimmt alles nicht. Oh, wir haben eine Music Display. Das ist ja geil. was brauchen wir sonst noch nicht? Das brauchen wir nicht. Okay. Oh, das und das ist gut. Ist irgendwas hier drin? Sieht nicht danach aus. Okay. Gehen wir strategisch die Häuser hier ab. Ja, es ist definitiv ein richtig guter Einfall, solche Dinge hier bei Tag anzuschauen, weil bei Tag da ist man einfach 100% sicher. Seht ihr, da sind überall Spawner drin, wenn das ist Nacht wäre, wäre alles voll. Oh, Stick. Oh, Telefon, Scheißdreck. Okay. Oh, Wooden Sword. Brauche meine ich nicht, aber. Ich nehme gerne mal einfach alles mit. Hier scheint. Habe ich die Chest hier schon angeguckt? Da ist nichts drin, okay. Hier scheint es auf jeden Fall noch hoch zu gehen. Gott, warum leckt das so schlimm? Boah! Das ist doch verrückt. Seht ihr das mal an? Da kann man doch nicht spielen. Alter! Der ganze Berg da drüben ist voll mit Wasser. Hä? Ah, das ist ein Ender-Chest, okay. Und hier geht es
Oh, da geht's wundern zu was. Oh, oh. Okay, so geht's auch. Gut, dann musste ich mich nachher schon nicht zwingen, da irgendwie runterzugehen. Ach du Scheiße. Da drüben ist der Ausgang. Ist mit kaputt. Alles ist tot. Ich war zu blöd, die Diamanten in der Truhe reinzutun. Gut, was ist mit, ja. Ja. Ich hab das Ganze drauf. Gar nicht sicher, wo habe ich zuletzt gepennt? Oh, ich bin. Oh. Hä? Sorry, your home bed was sing obstructed. Ach, okay, gut. Scheiß Leck! Gott. Ja, wir haben hier auf der Hütte gespawnt. Ich schätze mal, das ist sozusagen der Standard-Spawn da oben drauf. Gut, schauen wir mal, was haben wir hier drin? Wir können uns. Oh Gott, die ganzen Diamanten. Oh Mann. Ach Gott, regt es auf. Oh Mann. Wir waren so gut ausgerüstet. Echt, das regt so richtig auf. Ach. Dreckskelett, Alter. Warum musste mich dieses scheiß Viech da nur runterschubsen, echt? Oh, Mann. Gibt's doch nicht, echt. Pfeile haben auch keine. Ich hätte echt ein bisschen mehr Zeug in meine Ender-Chest reintun sollen. Mensch, das regt mich jetzt echt nicht auf. Oh, das regt mich so dermaßen auf. Oh. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, diese scheiß Episode hier zu beenden. Voll mit Problemen, echt. Alter, dreh's durch. Okay, man sieht sie dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.